Im wildromantischen Stadtquartier an der Rehme steht eine der ältesten Häuserzeilen der Stadt Plauen. Mittelalterlichem Leben kann man in den Häusern, die als Werkstätten von Kunsthandwerkerinnen genutzt werden, authentisch nachspüren. Eine Zeitreise von der Stadtgründung bis ins Heute gibt es bei Führungen durch die Häuser mit der Plauener Hexe Margitta Schier. Nächster Termin ist der 29. April um 16 Uhr. Treffpunkt ist an den Weberhäusern in der Bleichstraße. Der Rundgang dauert eine gute Stunde. Erwachsene zahlen 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Mindestens 10 Personen müssen teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung in der Touristinformation ist erforderlich unter der Rufnummer 03741 291 1027. Mehr zum Thema können Sie in einem Beitrag auf unserem YouTube-Kanal erfahren. Wir waren in den Weberhäusern im Juni 2020 unterwegs. Ja, die Weberhäuser, es ist die älteste Häuserzeile hier in der Stadt Plauen. Es ist ein Ensemble aus dem Mittelalter und wir haben 2000 die Häuser übernommen, haben einen Verein gegründet, das ist der Unikat e.V. Und wir haben hier ein Kinderkunstzentrum aufgebaut und betreiben hier in diesen vier Häusern 5 Werkstätten.